Ach, ja. Du, hallo. Hier kommt der Bulldozer. Was? Ja. So, ab zum Kuhn. Aber vorher würde ich sagen, gehen wir mal an unserem Haus vorbei und... ich wüsste, was er mit den Münzen da oben zu tun hat. Nee, an unserem Haus vorbei und holen wir das neue Zeug aus der Kiste. Geht's eigentlich lang? Oder können wir eine Schnellreise nehmen? Machen wir das. Bringt zwar jetzt nicht mehr so viel. Halt die Klappe da oben. Mit dir redet gar keiner. Hau ab! Jod. Was? Brustimplantate? Ecker. Ei! Kann ich von Nutzen sein? Ja. Und zwar, wenn du mich Karten ins Haus bringst. Lade Bildschirm. Oh, schon wieder weg. Wir sehen uns, ja. Tschüss. Zwei Häuser rüber. Das Coupon-Paket. Ja. So. Hi, Dad. Rauchst du in der Bude? All das. Hey, lass das. Deine Fürze haben uns schon an genug Schwierigkeiten gebracht. Oh, Jesus. Weißt du, wie man sowas nennt? Vatermord. Ich glaube, ich muss dieses Level schaffen. Wow, das nenne ich ein Outfit. Hast du mal wieder Mamas Schrank durchwühlt? Arschloch. So. Hi, Mom. Voll wie Eimer hier. Oh, ihr spielt Verkleiden. Wie niedlich. Aber denk an meine Worte. Gewöhn dich nicht zu sehr an deine neuen Freunde. Die Klappe. Nicht den schlafenden Drachen wecken. Das willst du dir nicht antun. Was? Traust du mir? Nicht den schlafenden Drachen wecken. Das willst du. Ist das unser Zimmer? Ja. So, haben wir hier Schönes. Was? Felgenbemalung? Cool. Okay, war jetzt nicht so pralle. Oh, dann ab zum Kuhn. Kuhn and Friends. Auch wenn ich lieber bei den Freedom Palace wäre. Aber das ist egal. Denn da ist Quen... Wie heißt auch Cranberry Crunch? Ich glaube. Ah, Mann. So. Ab. Heimcode. So. Hey. Ich. Mom. So. Ja. Och nein. Bin wieder zurückgelaufen. Ich auch. Okay. Die Stadt kann vielleicht so Tastatur eingeben. Das würde ein bisschen schneller gehen. Mom. So. Ordinary Scheme auch. Da bist du ja Wunderarsch. Ja. An die Arbeit. Was ist hier los? Was machen die? Was untersucht Superquake? Wieso ist keiner im Gefängnis? Mehr ran? Nee. Ah, geil. Aquapack. Geil, wer der andere ist, weiß ich gar nicht. Raccoon-Masken. Was seid ihr denn eigentlich? Na gut. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Was? Halt Mosquito von den Raisins Girls fern. Wenn er rückfällig wird, ist es deine Schuld. Ja. Oh. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Tibis Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau ins Hausbank hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pals glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pals sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pals Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Ja, klar.
Warum mal, nicht? Wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typen überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten eine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunder auch von keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Nochmal. Klar weiter. Mal kurz gucken. Irgendwie knistert das hier auf meinem Kopfhörer. Ob das der älteste Kabel ist oder das scheiß Mikrofon. Na gut. Kostüm ablegen. Nein. Also. So, jetzt müssen wir praktisch hin. Zum Superheld. Zack, zack. Na gut, haben wir das mal ausgemacht. Das Geräusch nervt mich echt ein bisschen übel. So eine ganze Zeit so, Knister. Was soll ich jetzt tun? Ach, geh in dein Haus, okay. Ah, wir sollen ja nachts jetzt nochmal raus, ja. Genau, war der, ja. War der Kuhn uns ja angewiesen. Führen ein paar letzte Tests durch. Die Kite-Seil-Express zur Hauptstraße ist fast einsatzbereit. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Geh weg, in Ruhe. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. Ei! Kampfvorteil! Noch mehr Sechsklässler! Ach, ekelhaftes Pack! Niemand kann mich leiden! Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Zeig uns, was du drauf hast! So, steht denn irgendeiner von denen in Reihe? Wieso kann ich das nicht sehen? Das ist ein bisschen scheiße! Mit der Maus rüber? Kacke, ich muss doch sehen, wie die stehen, damit ich meinen Angriff machen kann. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Hört mich dann mal auf, wenn ich dran bin. So, weil ich ja einen Treffer von denen. Ne? Die zwei stehen hintereinander. Kann ich überhaupt einen sinnvollen Angriff machen? Ich kann überhaupt keinen sinnvollen Angriff machen. Ich kann von denen treffen. Ich gehe mal hier vor und beende mal. Achso, gedrückt halten. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Ja, Moskito. Okay. Friss und weg. Vorsicht, Kumpel, die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch am Arsch. Viertklässler versohlen, geile Sache. Nein, ich geht nein. Lass dich da von deinem Freund massieren. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Eine Pissbombe. Pfui. Okay. Füllt den Zorn von Humankind! War da was mit der Rückstoß? Den erledigt es komplett. Ja, und weg mit dir. Okay, ich bin dran. So, hat er was, was zur Seite geht? Nee. Kann ja ihn eventuell direkt erledigen. Nein. Im Angriff? Ne, da macht er ja bloß wütend. Aber danach hat er ein Schild, ne? Genau, dann machen wir das. Voll weg haben's. Jo. Oh, danach sind wir wenigstens geschützt. Hau rein, neuer. So, was können wir jetzt Schönes machen? Wir könnten...
Da können wir uns nicht hinstellen. Wir könnten aber in so eine reinhauen. Jawohl. Und, ich komme sehen. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Hä, hey, warum? Oh, voll rein. Ah, letzte war zu spät. Schade, 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 schade. Ach, Moskito, du alte Sack. Nee, hat er gar nicht angegriffen? Wie lange braucht er, um seine Pissbombe vorzubereiten? Aber egal. Ja, yeah. Humankind ist relativ stark, Mensch. Bissi. Was sagt mit Hundescheiße? Was? Warum? Du, Weg ist wieder frei. Diese dreckige Packe losgeworden. Typen ablegen? Ja. Was passiert dann? Kleidung zu wechseln? Ach so, Kommst du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Ja, ich habe gesagt, wir wissen von den Genderproblemen unseres Kindes. Was ist das Problem? Lampe, du versaust uns doch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo, mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ja. Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin. Ach, nur wahrscheinlich in den Eintrinken. So. Dann scheiß mal aus hier. Ist zu Abend? Was zu essen? Gibt's gar nichts. Die Alte hat wieder nicht gemacht, den ganzen Tag gesoffen, ey. Ah, nicht zu fressen gemacht. Kann doch nicht wahr sein. Wir sind heute den ganzen Abend weg. Du kannst heute Nacht bei der Mission also die Kite-Basis benutzen. Oh. Aber wie mache ich das? Wie benutze ich die Kite-Basis? Achso, ist ja bei ihm. Der frisst wieder sein Brownie, Alter. Die hat sich schon die neue Flasche Chardonnay hingestellt. Ja, alles bestens hier. Alles bestens. Wie esse ich denn zu Abend? Ist Abendbrot? Ja, wie denn? Wir alle haben nicht gemacht. Die blöde Kuh, ey. Alles muss man hier selber machen. Hä, wie esse ich denn zu Abend? Muss ich vielleicht einfach... Ja, guck mal hier. Ah, ja, der hat doch was gemacht. Meine Güte. Wir haben es so schwer. So ein schweres Leben, ey. So traurig. Dieser Bastard unsere Mom gefickt. Oh mein Gott. Gehen wir da ganz traurig ins Bett, so wie jeden Abend. Ach, gute Nacht. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Ah, gute Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Ja, ich bin da verwandelt. Ja. Du Speck ist zurück. So, wie kommen wir jetzt im Haus? Naja, Captain Diabetes wird dich zum vermutlichen Aufenthalt durch das Mädchen mit Schwanz führen. Wenn du mit diesem. Was? Nochmal hier rein.
Was neuer? Captain Diabetes wird dich zum vermutlichen Aufenthaltsort des Mädchens mit dem Schwanztattoo führen. Wenn du mit diesem Partnerjob klarkommst, dann kannst du vielleicht selbst zubehalten werden. Eines Tages. Moment, wenn der Neue und Diabetes nach dem Mädchen suchen, was für eine Mission haben wir dann? Das ist Geheimhübigkeit. Okay, aber ich weiß nicht mal, wo wir uns treffen. Also, hä? Nee. Vielleicht noch aufmachen? Ich will das die Nachricht vom Kuh lesen da unten. Nein, nein, gib mir mal bitte. Hä? Komm ich ins Sandypad? An den. Ding heißt ja nicht Sandypad, ein Human Sandypad in der Hosentasche. Wäre ein bisschen ekelhaft. Hier, Kuh, Instagram. Wie lese ich die anderen Kommentare? Na gut. Okay, wir müssen aus dem Haus und kommen. Können wir durch die Tür einfach? Oh, was machen die? Die haben zugeschlossen. Was ist hier passiert? Ach, der Alte. Oh, süße Mizi. Süße Mizi. Schlau. Was? Was? Einbrecher? Ja. Wir besoffen und zugekifft in der Ecke. Aber das sind doch da aus wie Katzensporen. Hat er auf die Couch gesägt? Was? Hi, Tauli. Denk dran, mit deinen Knallerbsen kannst du alles Mögliche umhauen. Hau rein, Kumpel. Kann ich den umhauen? Wer ist da? Ah, die Fresse, Suffkopf. Oh, nein, ich raus. Muss den Schlüssel finden. Ah, ich hab ihn gesehen. Nein, bleib draußen. Bleib draußen. Messingschlüssel. Wichtiger Gegenstand, ja? Ah, jetzt ist das Suffkopf, ey. Ach. Abschauen. Keine Angst, vor dir steht Captain Diabetes. Oh Gott. Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Ja. Doch dann hat ein Laborunfall auf meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach. Ja, Verbündeter freigeschaltet. Captain Diabetes. Okay, Sidekick, hier geht's zu Kai. Komm mal aus dem Haus. Bei Captain Diabetes zur Abkürzung. Jawohl. Starte gleich mit meinem neuen Partner, meine Mission. Captain D. Blöde Schlampe. Was? Wie gefällt dir das? Alter, Wendy. Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir mal einen Schlüssel! Das wäre unfassbar! Nein, ich will die Gegner in die kämpfen. Gut, okay, guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Nein! Besiege Randy. Nein, ich würde gegen Randy kämpfen. Na, weißt du, was der für fiese Tricks drauf hat? Na gut. Schnapp ihn hier. Fuck. Okay, okay. Können wir schön Abstand halten. Stimmt stark. Wir können dann noch einen zurück, oder? Ja, darf ich nie hin. Was? 490. Ja. Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Entschuldige bitte, Randy. Ich mach sie fertig. Okay, was ist ein B? Stößt Gegner zurück und verlangsamt sie. Bietet Schutz. Oh ja, das heißt, wir müssten einen Rückstoß kriegen, da er gegen das Auto fliegt. Hm. Ja. So müde. Gib mir
meinen scheiß Schlüssel! Ich befürchte, das geht nicht. Ah, Wendy! Gib mir meinen Kackschlüssel! Attacke! Okay. Können wir nochmal zurückstoßen? Warum so respektlos, Bro? Die zu und lernen. Okay. Der Angriff ist ganz schön stark. Ach, fuck. Das wird wehtun, wenn ich wieder Schmerz spüre. Ja, Randy, das wird es. Yes, gibt's Saures. Boah, wie bin ich hierher gekommen? Du alte Suffnase. Hol ihn in die Fresse. Geh los. Ja, bin schon dabei. Ja. Ich bin am Arsch. Schau jetzt gut zu, ich mach kurz einen Prozess. Bin schon dabei. Ach, dann tauschen wir mit ihm die Plätze, oder? Also, ja, es steht auf jeden Fall neben uns. Okay. Jetzt hab ich ein Schild der Schaden absorbiert. Ah, geil. Können doch alle mitkommen, du fährst. Ich bin nüchtern, okay, jetzt bin ich nüchtern. Ja, Randy. Irgendwo ist es immer elf. Ja, da hast du recht, Randy, aber dann wird das nichts. Ja. Ah, fuck. Ultimativ bereit. Aber was denn sein Ultimativ? Stößt äußerst brutal eine Spalte Feinde zurück. Aha, okay. Probieren wir doch mal aus, oder? Ja, ein Zuckerwahn oder was? Ja, genau. Ja. Was gleich passiert? Oh, Wendy. Hast du zufällig meinen Schlüssel gesehen? Ich hab ihn konfisziert. Na gut. Ich war zu betrunken. Bis jetzt. Danke. Danke, dass ihr auf mich aufpasst. Jetzt gib mir den Schlüssel. Ja, Wendy. Es tut mir leid, aber... Zu ihrer Fahrtüchtigkeit. Fuck! Ja, das reicht nicht. Auch nicht. Okay, dann machen wir... der gibt bloß ein Feld. Und... So... Ah, wir können nicht angreifen. Aber doch, wir können den machen, dann treffen wir ihn. Zieht nicht viel ab, aber ein wenig. Ich brauche einen Muntermacher. Normal schlage ich keine Kinder, aber langsam kriege ich das Bieransturm, Alter. Wow. Und tschüss. Mach die fertig. Oh, Randy, du alter Alkoholiker. Gefäß von Baku. Was? Bachus? Artefakt. Eine Bierflasche. Ja, geht klar. Oh, jetzt müssen wir aber zumindest mal Randys Auto zerkratzt. Okay, die Pflicht ruft. Ja, finde raus, weil Randys Auto zerkratzt. Blöder Idiot. Ey. Volle Posaune, was? Ja. Nee, du bist so ein Trottel. Was passiert, wenn wir hier reingehen jetzt? Ach, gesperrt. Fuck. Ah, Wendy, du bist so ein Idiot. Warum zerkratzt du deine eigene Mühle? Okay. Ich gehe vor. Nein, Diabetes geht vor. Auf den Grund, würdest du sagen. Captain Diabetes? Oder muss ich nach oben? Scheint, dass ich nach oben muss. Na gut, dann gehen wir nach oben. Ja, bin wieder da. Du. Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich Zuckerzorn. Ah, okay. Wir am Ende von Logan, als Wolverine dieses grüne Zeug genommen hat. Ganz genauso. Ja. Sehr gut, Zeitkick.
Ja, habe ich gut gemacht. Finde ich auch. Und los geht's. Crime is out of control in our town. Kuhn and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig.